Und danach, liebe Geschwister, sind jene Menschen, die unsere Barmherzigkeit, die deine Barmherzigkeit, deine Milde am meisten benötigen, deine Eltern, dein Vater und deine Mutter. Allah Azza wa Jalla sagt im Koran in Surat Isra, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Und dein Herr hat bestimmt, dass ihr ihm dienen und zu den Eltern gütig sein sollt. Schaut, subhanallah, die Stufe der Eltern. Allah Azza wa Jalla stellt sie direkt nach seinem Recht. Direkt nach seinem Recht, und das nicht nur in diesem Vers. Ihr sollt Allah dienen, ihr sollt Tauhid machen. La ilaha illallah. Und direkt danach und gut zu euren Eltern sein. Das Recht vom Schöpfer subhanahu wa ta'ala und direkt danach das Recht deiner Eltern. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ihdahuma. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Fala taqul lahuma uff. Und wenn einer von ihnen, von deinen Eltern, und wenn einer von ihnen oder beide bei dir ein hohes Alter erreichten, so sag nicht zu ihnen, uff, uff. Das ist keine Beleidigung, das ist kein schlimmes Wort, aber Allah verbietet uns sogar dieses. Du darfst niemals zu deinen Eltern sagen, oh, darfst du nicht. Sie haben dich auf die Welt gebracht. Der Grund für deine Existenz sind deine Eltern. Sie haben dich gewaschen, gepflegt, gefüttert, Nächte wach geblieben für dich. Sie haben Sorge getragen. Sie haben sich bemüht, gekämpft, damit es dir gut geht. Deswegen sind ihre Rechte gewaltig, auch wenn sie Ungläubige sind. Auch wenn sie Götzendiener sind. Auch wenn sie sogar ganz, ganz schlimme Götzendiener sind. Nicht normale Ungläubige, sondern von den schlimmsten Götzendienern. Weil Allah im Koran sagt, وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Und wenn sie dich dazu zwingen, bekämpfen, Gott das beizugesellen, von dem du kein Wissen hast, so gehorche ihnen nicht, aber gehe mit ihnen auf beste Art und Weise um. Subhanallah, schaut, sie verlangen von dir, das zu tun, was Allah am allermeisten verabscheut. Dass man ihm beigesellt, dass man andere Götter neben ihn anbetet. Und trotzdem sagt Allah zu dir, aber gehe mit ihnen auf beste Art und Weise um. Weil sie haben Recht, auch wenn sie Ungläubige sind. Sei nett zu ihnen, sei lieb zu ihnen, erfülle ihre Wünsche, kauf ihnen Geschenke, küsse ihre Hand, ehre deine Eltern. Und sie haben am allermeisten deine Barmherzigkeit verdient, deine Gnade und deine Milde verdient. Wie Allah Azza wa Jalla sagt im Koran. Deine Eltern brauchen deine Barmherzigkeit, dass du ihre Sachen erledigst, dass du ihre Sorgen trägst, dass du ihre Wünsche erfüllst und dass du sie glücklich machst. Deswegen sagte die Gelehrten sagen, wenn du sogar Kummer hast, Sorgen hast oder krank bist, so lasse deine Eltern dies nicht bemerken, an dir bemerken. Weil sie, dadurch, dass sie dich so sehr lieben, vielleicht noch mehr Sorgen und noch mehr Schmerzen haben als du. Obwohl du der Kranke bist. Du bist krank, du hast Schmerzen, aber wenn sie sehen, dass du Schmerzen hast, haben sie vielleicht noch mehr Schmerzen, weil sie dich so sehr lieben. Deswegen sagen die Gelehrten, zeige ihnen nicht, dass du Kummer hast. Zeige ihnen nicht, sage nicht, oh, ich habe Kopfschmerzen. Behalte das für dich. Du wirst deiner Mutter noch mehr Schmerzen machen damit. Sei barmherzig zu deiner Mutter. Sei barmherzig zu deinem Vater. Dann wird der Allerbarmer mit dir barmherzig sein am Tage der Auferstehung.